Ja, es gibt noch einen dritten Teil, Videoball hat von sich aus aufgehört, wahrscheinlich die Zeit überschritten. Ja, das war jetzt so mal auch so ein Überblick, nicht so, jetzt haben wir jetzt ganz viel besprochen, so nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das eine Mal ging es darum, dass wir auf dem Weg sind, unsere Persönlichkeit zu entfalten, speziell dadurch, indem wir Kontakt mit uns selbst aufnehmen, Kontakt mit dem reinen Bewusstsein, der Quelle des allen Seins oder der Quelle unserer Gedanken, die Quelle der Schöpfung. So, das war so. Und dann, wie wir das machen, so mit dem Mantra, mit dem vedischen Mantra, mit dem Mantra, das keine Bedeutung hat, dass wir dann unmittelbar dahin kommen, ohne Konzentration, ohne irgendwelche Ideen, Vorstellungen, wie das funktioniert, selbst ohne Wünsche, alles weg. Und das geschieht auch, was wir lernen bei dem Erlernen dieser Meditation, die du von mir bekommst, wirst du erlernen, wie du aus deinem Denken und deinem Fühlen und aus deinen Stressen und deinen Verspannungen und aus deinen ganzen Traumata herauskommst. Das sind so Schritte, das lernen wir alles und das ergibt sich auch alles schon beim ersten Meditieren. Und dann war noch der nächste Schritt so, dass der erste Schritt, den wir gehen, gemeinsam, wo ich dir helfe bei, dass du deine Persönlichkeit voll entfaltest. Das heißt also, dass du mit Hilfe der Quelle deiner Gedanken, mit Hilfe des reinen Bewusstseins, das, was du bist, aber du hast es vergessen, dass du dadurch wieder zu dir selbst kommst. Und wenn du bei dir selbst bist, dann bist du gegründet in dem reinen Sein, in der reinen Stille, in der Allgegenwärtigkeit. Und das in dein Leben zu bringen, darum geht es. Und das ist so, das ist die Persönlichkeitsentfaltung, das ist dein Charakter, deine ganze Veranlagung, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, deine ganze Erbanlage, dass das alles optimal wird. Wir sind ja nicht voll in unserer reinen Intelligenz. Nicht? Wir sind intelligent, wir sehen uns als intelligent an und wir sind, denken, sind voller Liebe und all diese Dinge. Und das wird uns erst dann wirklich klar, wenn wir mal transzendiert haben, wenn wir all unsere Vorstellungen, unsere Ideen, was wir sehen oder nicht sehen, das mal transzendiert haben, das heißt in das reine Bewusstsein hineingetaucht sind, in uns selbst hineingetaucht sind, mit Hilfe der Meditation, mit Hilfe des Mantras, das du von mir bekommst. Wenn du da eintauchst, dann wirst du erst merken, was Intelligenz ist, was Liebe ist, mehr und mehr. Und dann wirst du erleben, wie dein Leben sich in der Relativität, die sich ständig verändert, wo es immer ein Auf und Ab gibt, wie sich das alles mehr und mehr harmonisiert, was alles mehr im Einklang mit dir selbst kommt. Ich kann auch sagen, im Einklang mit dem Leben kommt oder auch im Einklang mit den Naturgesetzen kommt. Die Naturgesetze, die sind da, die alles steuern, die alles lenken, die dafür sorgen, dass unser Verdauungssystem gut funktioniert, obwohl wir haben gar keine Ahnung, wir denken gar nicht über, was da die Leber alles so macht, was die Nieren alles so machen. So. Da machen wir uns gar keine Gedanken drüber, aber trotzdem, alles wirkt und bewegt alles in uns, so wir futtern was reinlich und wird dann ausgeschieden, und dann aber auf dem Weg von hier rein und da raus wird alles schön aufgenommen und wird das genommen, was der Körper braucht, und dadurch geht es uns gut. Und wenn wir das alles optimieren, das gehört auch zur Persönlichkeit, alles optimieren, unsere Verdauung optimieren, unsere Gedanken optimieren, unsere Gefühle optimieren, das bildet unseren Charakter oder bildet unsere Persönlichkeit. Wir bekommen einen ganz anderen Glanz, wir bekommen eine ganz andere Erscheinung in unserem Leben. Und wir werden wie die Könige, die Könige, die sind so in sich selbst zufrieden, weil sie wissen, sie haben eine riesen Schatzkammer. So, und die können sich da mit ihrer Schatzkammer alle Wünsche erfüllen. Und bei uns ist es genauso. Wir haben eine riesen Schatzkammer und die riesen Schatzkammer ist in uns tief verborgen. Aber nur so lange verborgen, weil wir noch nicht dieses Bewusstsein haben, noch die nicht in dieser Bewusstheit sind,
dass wir diese Schatzkammer erkennen, dass wir diese Schatzkammer realisieren. Und aus dieser Schatzkammer möchte ich euch immer als erstes diese Meditation vermitteln, dass ihr selbstständig seid, um eure Persönlichkeit voll zu entfalten. Selbstständigkeit, das heißt, ihr, die Meditation, ihr seid ja nicht abhängig von mir, ihr seid ja völlig frei von mir. Ich bin eigentlich nur auch ein Instrument in deinem Leben jetzt, um dir das Mantra zu vermitteln, dir genau die Schritte zu zeigen, die notwendig sind, damit du schnell in das Erwachen kommst. Damit du schnell auch da nicht stecken bleibst, dass du dann weiterkommst, um in die Erleuchtung zu kommen. Das ist mein Job. Und dass ich deine Fragen beantworten kann. Alles, was dich beschäftigt, was dich berührt, da bin ich da für dich. Du bist nicht alleine. Also das wirst du merken, wenn du mit mir in Kontakt bist, du bist nicht alleine. Du bist ja, was ich immer sage, so die Mama ist bei dir und das bin ich jetzt vorübergehend. Und wenn du in dir spürst, du brauchst keine Mama, weil du selbst die Mama bist, dann bist du unabhängig. Solange wir im Ego sind, sind wir immer abhängig. Egal, ob ein Partner, nicht in unserer Liebe und an unserem Essen, sind wir immer gebunden, abhängig, sind gezwungen, so zu denken, so zu fühlen. Andere Leute wollen, dass wir so sind oder so sind. Sind immer Bindung, immer Abhängigkeit und so. Da kommen wir raus. Wir sind abhängig von unserer Angst. Jetzt Corona-Virus überall, nicht in der ganzen Welt. Wir wissen gar nicht, wo wir hin noch reisen können, um ein bisschen Urlaub zu machen. Überall ist Corona. Und, aber das, da sind wir abhängig. So, wir denken, ich muss reisen. Du kannst auch in deinem Wohnzimmer sein und völlig in dir still sein. Nicht? Und machst die Augen zu und dann bist du in deinem Zuhause. Und das ist keine Abhängigkeit. Da bist du so frei und da merkst du kein Urlaubsort. Teneriffa, Mallorca oder USA oder Indien, so ein Spirituellenland, wo alle so schön sind und meditieren und so. Und das fühlt man auch, ist sehr spirituell, Indien und andere Länder, auch Thailand und so. Aber all das, was wir im Äußeren suchen, das brauchen wir alles nicht. All das, was wir im Äußeren suchen, ist ja schon alles da in uns. Und das, da gehst du hin mit dieser Meditation. Du bleibst nicht mit dieser Meditation in deinem Denken. Ich immer denke, ich muss das denken, muss Mantra denken, denken, du musst dies denken, immer denken. Das kennen wir alles. Das brauchen wir nicht. Du kriegst eine Meditation, wo du aus dem Denken kommst, wo du aus der Meditation kommst, wo du überall rauskommst, nicht dich verhaftest. Und das passiert so spontan, so genauso wie die Sonne. Wir kümmern uns nicht darum, ob die Sonne aufgehen soll oder untergehen soll. Es passiert alles. Und all das, all die Details sage ich euch jetzt, wenn ihr bei mir die Meditation erlernt. All die Schritte, alle Informationen bekommt ihr nicht und ruft mich einfach an und wir sprechen darüber, auch welche Bedingungen so sind. Oder, also ich mache euch das alles so recht und so schmackhaft, sage ich mal so, oder auch so maßgeschneidert auf euch angepasst. Macht euch keine Sorgen, ruft einfach an. Und wir sprechen dann miteinander und alles wird gut. Alles wird gut. Und ihr könnt sicher sein, der Weg führt euch zu euch selbst und nicht von euch weg. Alles, wenn du meditierst und ja, so können wir das machen. Wir können das so machen, ich gebe euch mal, ich habe so viele E-Mail-Adressen, ich gebe euch mal eine kurze, wo ihr mich kontaktiert könnt, über die E-Mail-Adresse ist epflint, also E-P-F-L-I-N-T, mein Nachname Flint, Ernst Peter Flint, also epflint@aol.com. Das ist so meine persönliche E-Mail-Adresse, da könnt ihr mich anschreiben. Und meine Telefonnummer ist 0176-579-20742. Da können wir auch über WhatsApp in Kontakt kommen oder über Zoom in Kontakt kommen und alles Mögliche. Also nochmal, meine Telefonnummer 0176
1 7 6 5 7 9 2 0 7 4 2. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Dabeisein. Schaut euch alle drei Videos an, die ich jetzt heute Morgen gemacht habe. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, mehr in die Richtung eurer eigenen Erleuchtung zu gehen und zu eurem eigenen Erwachen zu gehen. Und das ganze Verständnis, all eure Fragen, die werde ich euch entweder persönlich oder auch auf Facebook, ich bin ja auch auf Facebook unter meinem Namen Ernst-Peter Flint, könnt ihr mich da finden, nicht? Und Instagram bin ich auch, da könnt ihr mich auch finden unter meinem Namen Ernst-Peter Flint. So, es gibt also viele Möglichkeiten, wo ihr jetzt in Kontakt mit mir kommen könnt. Und wenn ihr wollt, fühlt euch nicht bedrängt, das ist mich nicht meine Art, also jeder ist frei. Jeder soll entsprechend seiner Wünsche und seiner Bedürfnisse zufriedengestellt werden. Und wenn das für dich jetzt ansteht, wenn du so diese Bewusstheit hast, boah, ich möchte jetzt aus meinen Begrenzungen raus, ich möchte ein ideales Leben, ich möchte Erleuchtung, ich möchte frei sein, ich möchte keine Ängste mehr, ich will keine Angst haben vom Tod, so. All diese Dinge können wir alles besprechen und alles willst du, es geht mir nicht so sehr ums Besprechen, aber machen wir auch alles so, dass du auf allen Ebenen, auf deiner Gefühlsebene, auf deiner intellektuellen Ebene, auf deiner körperlichen Ebene überall die Antworten bekommst, die du benötigst. Und aber das Entscheidende ist halt immer, dass wir transzendieren. Das ist das Wesentliche, das ist meine Hauptlehre. Und alles andere ergibt sich. Und über Wohnen, ideales Wohnen, ideales Essen und Verhaltensweise, Ayurveda, Shtapadhyaveda und Jyotish, östliche Astrologie. Das sind alles Themen, nicht? Die können wir alle betrachten, alles, alle Bereiche des Lebens, weil das ganze Leben, nicht? Die ganze Weltfamilie, alles, wir sind mit allem verbunden, alles gehört zusammen. Also wir gucken nicht nur hier, sondern als erstes mal hier und alles andere ergibt sich auch dadurch. Aber wenn Interesse besteht, können wir all die anderen Wissensgebiete auch nutzen und für unsere Transformation, um eine gute Persönlichkeit zu entfalten, entwickeln und um letztendlich auch im Brahman-Bewusstsein